Unser Anliegen als Ökonomie der Menschlichkeit ist ja, ein richtig neues Wirtschaftsparadigma zu schaffen. Und da braucht es den Menschen dazu. Und wie wir funktionieren vom Gehirn her, was uns so triggert und wieso wir immer wieder Dinge wiederholen, die wir nicht wollen, das kann uns ein ganz besonderer Mensch heute erläutern. Professor Christian Schubert ist Neuroimmunologe, beschäftigt sich sein Leben lang mit diesem Thema und ist bereit, heute uns dahingehend Auskünfte zu geben. Lieber Herr Professor Schubert, vielen, vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung und gleich zu einer Korrektur. Nicht Neuroimmunologe, sondern Psychoneuroimmunologe, weil da sind wir mitten im Thema. Okay. Wir wollen ja erweitern. Und ich weiß, wie schwer der Ausdruck ist, aber sehen Sie, das ist ja genau das, was gerade passiert, auch in unserer Welt. Wir sind verführt, immer wieder die Seele und den Geist wegzutun und hin auf den Körper und auf das Materielle. Und selbst Sie, der sich so einsetzt für die Ökonomie der Menschlichkeit, macht noch einen Versprecher in Richtung Neuroimmunologie. Sehen Sie, wie verführerisch diese Ideologie ist. Wir sind so ideologisch unterwegs als Maschinenideologen. Wir alle, ich auch. Das müssen uns jeden Tag erneut darauf hinweisen und aufmerksam bleiben, dass wir ja nicht in diese alten Fallen steigen. Und die sind in allen Bereichen unseres Lebens. In der Medizin, in der Bildung, im Recht, in der Wirtschaft. Aber es war jetzt ein interessanter Einstieg, oder? Fangt schon an. Absolut treffend. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Hinweis, weil auf die Psyche baut sich ja auch. Körper folgt dem Geist, wir können steuern, ist genau unser Ansatz. Und genau. Vielleicht, was Sie gesagt haben, Wirtschaft, Medizin, da geht es ja sehr viel auch um Trennung, um Vereinheitlichung. Wie können wir wieder einen Dienst an den Menschen schaffen? Also indem wir den Mensch zunächst einmal ganzheitlich begreifen, weil genau das, was Sie sagen, ist ja letzten Endes das Problem, in dem wir uns befinden. Ich sage das immer wieder, wir haben riesige Probleme, nicht nur in der Medizin, weil letzten Endes die Medizin ist ein Teil unserer Gesellschaft. Es ist ein Teil unserer kulturellen Errungenschaften. Und ich denke, wir sind gerade durch Corona nun schwerst aufgefordert, genauer hinzuschauen, was eigentlich philosophisch nicht stimmt. Also ich rede jetzt von Dualismus. Ja? Der Dualismus ist eine philosophische Richtung, die den Körper, Geist und Seele trennt. Und ich sage das immer, wir machen die Tür zur Klinik auf oder zum Arzt und geben eigentlich unsere ganze Menschlichkeit ab. Wir geben Biografie ab, unsere Beziehungen, unsere Generation, wir unsere Gefühle, unsere Freude, unsere Trauer, unsere Depressivität. Es wird alles letzten Endes abgegeben und wir geraten in eine fantastische Technik, Blutanalysen, bildgebende Verfahren, Ultraschall. Wir sollen darauf nicht verzichten in der Medizin, aber wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen zu glauben, dass das jetzt der ganze Mensch ist. Im Gegenteil, es ist ein ganz bestimmter Teil des Menschen, der aber eben nicht etwas über unsere Menschlichkeit und damit auch nicht über Gesundheit und Krankheit aussagt. Und das halte ich für das Fundamentale. Und das ist aber ein Thema, das wir in der gesamten Kultur haben. Das ist nicht nur Mensch-Thema, sondern es ist ein Kulturproblem, in dem wir uns bewegen. Wir meinen wirklich, der Mensch besteht rein aus Körperlichkeit, aus objektivem Sichtbaren. Das viel Spannendere und viel Größere und Mächtigere ist das Unsichtbare, das eben erst dann zum Vorschein kommt, wenn wir in Beziehung miteinander gehen, wenn wir kommunizieren, wenn wir den Mensch Mensch sein lassen, wenn er sich ausbreiten darf in seiner ganzen Komplexität und Ganzheitlichkeit, dann wird es richtig spannend und dann schaffen wir auch, ja, ich denke mal, neue Kultur und auch eine neue Wirtschaft. Und das ist auch insofern auch sehr interessant, wir bauen ja die ganze Wirtschaft, wo wir heute reden, darüber auf Geld auf. Und jetzt haben Sie gesagt, ja, es geht um Beziehungen. Ist vielleicht das entscheidend, gute Beziehungen für ein gelingendes Leben zu schaffen? Naja, auf jeden Fall. Ich meine, Geld ist ja schon Materie. Ja, da haben wir es ja schon. Also wenn wir von Geld reden, dann reden wir ja von
Dingen, die ja von Dingen, ja, die mögen verklausuliert sein, digital oder Bitcoin oder was auch immer. Am Ende des Tages ist es ein Wertgegenstand. Ja. Und ich denke, das Immaterielle wird spannend. Es wird spannend werden, wie können wir das in unser Wertesystem wieder hineinbringen? Denn letztlich wissen wir alle, die sich jetzt gerade dieses Video anschauen, dass wenn es wirklich darauf ankommt, die Werte unseres Lebens in der Familie liegen, die Werte in der Familie in Beziehungen zu Freunden, zu Kindern, zu Eltern, zu Partnern liegen und nicht im Geld. Wir werden uns das nicht kaufen können. Und das Spannende in unserer jetzigen Situation weltweit ist ja, ich glaube das ja, dass diejenigen, die ganz, 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 ganz viel Geld verdient haben in ihrem Leben, also die Elite, die Machtelite, von denen wir ja immer wieder reden in den letzten 3 Jahren und die offensichtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit für all das verantwortlich ist, was wir gerade erleben, dass die ja möglicherweise am Ende ihrer Weisheit angekommen sind. Sie haben alles erreicht im kapitalistischen Sinn, was man sich nur vorstellen kann, die größten Werte geschaffen im Sinne des Geldes. Und sie sind wahrscheinlich im tiefsten ihres Inneren unglaublich unglücklich und versuchen jetzt noch einmal mit aller Gewalt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit aller Gewalt noch einmal diesen großen Sprung zu schaffen ins Glück, in die Freude, in die Sinnhaftigkeit, in Bedeutung und in die richtigen Werte und und das werden sie mit diesen Dingen, die sie gar gerade tun, nicht schaffen. Sie sind verzweifelte, kranke Menschen, die am Ende ihrer Existenz angekommen sind, aber mit den gleichen Instrumenten, wie sie reich wurden, versuchen jetzt, ihr Glück zu schaffen und ihre Freude. Und das werden sie nicht, das wissen wir. Das hat schon der Einstein gesagt, immer das Gleiche zu tun und etwas anderes zu erwarten, ist Irrsinn oder so. Genau so ist es. Oder wie der Watzler, wie gesagt, wenn man alle Probleme wie Nägel sieht, dann gibt es zur Lösung nur die Hammer, nur den Hammer. Irgendwie so hat er das gemeint. Das ist auch sowas. Ja. Sehr eindimensional. Das Immaterielle, das Sie gesagt haben, um das auch geht, da wären wir ja auch im fühlenden Bereich in uns. Warum ist das so ein Absurdum in der Wirtschaft? Gerade Thema Freude, wir wollen ja 2. Säule der Wirtschaft etablieren. Also dass man die Ökonomie, die misst man in Geld. Und die 2. Säule, die wir etablieren wollen, ist die Menschlichkeit und die messen wir in der Freude. Das sagen die Unternehmer ja nicht schön, gut, aber das hat nichts mit meiner Realität zu tun. Wie könnten Unternehmer in diesen immateriellen, in diesen fühlenden, in diesen zwischenmenschlichen Bereich besser reinkommen? Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, wir brauchen eine Kulturrevolution. Also wir brauchen wirklich ein Erarbeiten auch. Ich glaube, wir sind da ganz am Anfang, ehrlich gesagt. Wir stehen vor einer Art 2. Aufklärung, die in Richtung Geistigkeit geht, Spiritualität. Wenn man die 1. Aufklärung anschaut, die ja sehr, sehr gewinnbringend waren, auch in Bezug auf Menschlichkeit, Freiheit, Gleichheit. Das waren ja alles fantastische Errungenschaften, französische Revolution. Aber diese Aufklärung war sehr kognitiv, die war sehr rational. Man hat versucht, sozusagen im rational-analytischen den Menschen zu befreien von Aberglaube, von unwissenschaftlichen Einschätzungen. Und das war ja eine gute Idee grundsätzlich. Nur was man übersehen hat, meines Erachtens, war, dass wir nicht einfach nur rational sein können. Wir sind nicht rationale Wesen. Das war der Irrtum meines Erachtens. Wir sind Menschen, die durchaus von Irrationalem angetrieben werden. Und wir haben das in den letzten 3 Jahren gewaltig gesehen, wie uns Irrationalität um die Ohren geflogen ist. Und eine Medizin, die meinte, sie kann uns wie Maschinen behandeln, rational, kognitiv, linear, ist zutiefst gescheitert. Daniele Ganser hat das auch sehr schön gesagt auf der Psychoebene kürzlich. Er hat gesagt, die ganzen Krisen der letzten Jahrzehnte, die wir mitgemacht haben, Terror, Pandemie, Ökokrise, Krise des Kapitalismus und so weiter, dafür sind wir nicht geschaffen als Menschen. Wir sind überfordert. Das sind Ereignisse, die zu groß sind und die uns
durchaus zu tief treffen und wir mit dem gar nicht wirklich umgehen können. So wie wir eben auch nicht mit einem künstlichen Virus vielleicht umgehen können. Und ich denke, wir müssen dort anpacken und zu schauen, dass auch diese Technologien, die wir geschaffen haben, uns nicht überhand nehmen und uns überfordern. Ich glaube, dass viel der Technologien und Techniken, ich rede da von künstlicher Intelligenz, uns überfordern als Menschheit. Wir sind moralisch, ethisch nicht so weit und sind auch ein Stück weit durch die letzten Jahrzehnte des Kapitalismus und der Entfremdung von uns selber in einen Zustand geraten, wo wir gerade mit diesen Technologien nicht mehr richtig umgehen können menschlich. Und das ist ein großes Problem. Mhm. Und Gain of Function ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, da wird gebastelt an Viren, und man ist sich eigentlich offensichtlich gar nicht mehr im Klaren, was das anrichten kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eben nicht nur böse Absichten sind, die da stattfinden, sondern dass da einfach Dummheiten stattfinden, dass man unkontrolliert ist, was diese Gefährlichkeit zum Beispiel auch der KI betrifft oder auch der Biolabs, die da weltweit existieren. Und da müssen wir auch ran. Das muss unter eine menschliche Kontrolle kommen. Und das ist offensichtlich nicht ausreichend der Fall. Im Gegenteil, die Trennung zwischen diesen Mächten, die sich dieser Labore bedienen, die sich der KI bedienen, die sich auch anderer Technologien bedienen und dem Mensch, ist immer weiter auseinandergedriftet. Ich denke da gerade auch an die WHO, und die schrecklichen Überlegungen, die dort dort diskutiert werden in Richtung einer Neuordnung des Gesundheitssystems weltweit, wenn Pandemie auftreten, man geht in die Menschenrechte hinein, in die Grundrechte hinein, man versucht die totale Überwachung über Menschen und vertechnisiert damit den Umgang mit Gesundheit. Und das ist das Ende der Menschheit, das kann ich ganz klar sagen. So erübrigt sich ja die Frage, ob es den Menschen in der Wirtschaft noch braucht oder ob sie auf KI setzen. Das, glaube ich, ist eh schon die Antwort. Es braucht Begegnung. Wir sind soziale Wesen. Also wir brechen es. Wir haben jetzt sehr viele Probleme auch erläutert. Und ja, unser Ansatz ist, dass wir sagen, ja, wir haben ungefähr 300.000 Unternehmer in Österreich. Mhm. Wenn 90% dieser nur dem Geld folgen und wo es nur um Gewinnmaximierung geht, bleiben immer noch 30.000 über. Wenn 30.000 den Fokus ändern auf Menschlichkeit, auf Beziehung, auf Aufbauendes, dann hat das morphogenetisch riesige Wirkungen. Aber ich hätte jetzt eine Frage. Ja, bitte. Die Ökonomie der Menschlichkeit arbeitet nicht im Hintergrund, sondern wir wollen uns zeigen. Und jetzt wird es, glaube ich, sehr interessant. Wir haben da so eine Logotafel. Ja. Und die ersten jetzt übergeben, die ist am Geschäft, die ist am Hotel, also die ist am jeweiligen Betrieb. Und da sind wir eben im immateriellen Bereich, in der Ökonomie der Menschlichkeit und Folge der Freude. Nur der Punkt ist der, dass die Leute, die Unternehmer teilweise Angst kriegen und sagen, ja, bin ich wirklich so menschlich? Kann ich das tun? Wie gehe ich um mit diesen zwischenmenschlichen Wert Menschlichkeit? Wenn es einmal nicht so läuft, dass dann der Gast sagt, ja, aber menschlich war das nicht. Das ist jetzt ganz, ganz interessant. Das haben wir absolut unterschätzt, weil es im Grunde eine Selbstermächtigung ist. Und sich zu zeigen, auch Unterscheidung von irgendwelchen globalen Konzernen, dass du uns als Mensch wichtig bist, dass mehr als nur um die Geschäftsbeziehung geht. Ganz interessantes Mittel, aber es ist für uns eine große Herausforderung, die Unternehmer zu ermutigen, zu sagen, ja, du bist menschlich genug, wir gängen miteinander, es gibt eine Co-Kreation, gibt einen Wissenstransfer, wie gehe um damit. Aber was würde denn helfen, dass die Leute sagen, ja, gehen wir es an? Es ist, dreht sich immer das gleiche Rad bei vielen, obwohl sie was anderes wollen, wie ich eingangs schon gesagt habe. Und das erschöpft sie immer mehr. Die glauben, ich muss nochmal durchkämpfen und dann geht's wieder. Und der Kampf endet. Es braucht jetzt ganz, es braucht Symbiosen wie in der Natur, ein gemeinsames Zusammenwirken. Wieso ist da so eine Differenz zwischen dem, was die Menschen wollen und was sie tun? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr interessante Beobachtung. Ich finde das sehr, sehr menschlich, ja, die Reaktion dieser Unternehmer, weil sie kommen ja nicht umsonst zu Ihnen und Sie bieten Ihnen diese Plakette an und die sind ja offen. Die sagen, ja, eigentlich ist das sehr interessant, aber wenn ich dann sozusagen geprüft werde von meinen Kunden zum Beispiel oder Gästen, dann laufe ich Gefahr, dass die sozusagen unzufrieden sind und sagen, hey, du hast da draußen die Ökonomie der Menschlichkeit als Schild und drinnen wird es nicht gelebt.
Naja, ich verstehe die schon sehr gut, ja, weil sie natürlich unter bestimmten Druck auch existieren, um ihren Laden aufrechtzuerhalten. Und da sind offensichtlich noch Aspekte der Ökonomie drinnen, die eben mit Menschlichkeit nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Und da knallt sozusagen eins auf das andere. Aber ich denke, allein, dass sie sich outen, als Menschen, die für diese Sache einstehen und die sozusagen auf einen Entwicklungsgang gehen, das würde mir persönlich ja schon reichen, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht die Leute überfordern. Ich würde das nie von einem Patienten, wenn ich Psychotherapie mache, dann geht es doch nicht darum, wenn wir eine Zielvorstellung haben, heißt es doch nicht, dass das morgen erledigt sein muss. Sondern die Zielvorstellung heißt ja, ich habe etwas Bestimmtes vor in meinem Leben. Ich möchte eine neue Werte Situation auch in meinem persönlichen Leben schafft. Da geht es ja nicht nur um den Betrieb. Es geht ja letzten Endes darum, dass diese Menschen, die dieses Schild draußen sich aufs Hotel tun oder was auch immer, die machen ja ein Bekenntnis in Richtung einer Autonomisierung und Emanzipation, in Richtung mehr Menschlichkeit auch für sich selber. Die sind am Weg, die sind an einem, ja, die sind am Weg und nicht am Ziel. Und der Weg ist das Spannende in der Situation. Und sie werden immer wieder auf Gäste treffen oder auf Kunden treffen, die das kritisieren. Ja, ja, natürlich werden sie das. Aber das ist ja genau diese Spannung, die da aufrechterhalten bleibt, weil sie ja immer noch in einem alten System drinnen sind und sich bemühen, etwas Neues zu schaffen. Also ich würde da sehr gelassen und mit sehr, sehr viel Demut und Respekt diesen Menschen begegnen und sagen, schön, wir freuen uns über konstruktive menschliche Kritik, damit wir uns weiter noch in diese Richtung bewegen können und immer wieder uns an der Nase fassen müssen und sagen, ja, da sind wir jetzt doch noch ein bisschen im alten System verhangen und wir werden das korrigieren und schauen, dass wir das langsam, aber sicher in die Richtung gehen. Ich glaube, es geht letztendlich um die Befreiung des Geistes im ganzen kulturellen Leben. Das ist unser großes Thema, die Befreiung des Geistes. Und das würde in diesem Fall bedeuten, ich muss mich befreien von diesem Druck, der da von einem falschen, menschenentfremdeten System kommt. Und das wird möglicherweise auch mit weniger Einnahmen in Verbindung stehen. Aber die Frage ist, was sind das für weniger Einnahmen? Und wo habe ich im Gegenzug, und da bin ich bei Ihnen, mehr Einnahmen? Und diese Mehreinnahmen, die merke ich in der Fröhlichkeit meines Mitarbeiterstabes, in dem Engagement für eine bessere Zukunft und höhere Lebensqualität im Betrieb. Und auch der Kunde wird eine große Freude haben und das müsste am Ende ein Teil der Entlohnung eben sein. Und das muss man halt annehmen im Leben. Und wenn man das tut, dann wird sich was verändern. Aber natürlich, wir sind in einem Riesensystem. Und dann wird es halt kein Ferrari geben vor der Haustür. Ja, ganz interessant. Und mir hat das extrem gut getan, wie Sie gesagt haben, ja, wir sind am Weg. Genau das wollen wir vermitteln. Ja. Das ist nicht der Anspruch, dass ich jetzt sage, ich lebe Menschlichkeit in allen Facetten. Aber es ist ja auch ein Dankeschön oder ein Bekenntnis zu den Mitarbeitern. Es ist eine aufbauende Energie. Richtig. Und das, glaube ich, ist das Interessante. Und wir haben aber keine Alternative. Ich habe heute mit einer Hotelierin telefoniert, die gesagt hat, teilweise schaffen es wir nicht mehr. Die Gäste kommen sehr, sehr viele und alles muss schnell sein und alles muss funktionieren. Aber ich denke, es ist wichtig, auch den Kunden, den Gast mit einzubeziehen und mit ihm zu kommunizieren, dass wir uns ja ein gutes Leben schaffen wollen und dass dann nicht immer um die alleine Schnelligkeit geht, dass ich alles habe, sondern dass ich ein gewisses Verständnis auch für Menschlichkeit habe, oder? Richtig. Aber der Kunde, der wird sich wiederum sagen, naja, aber ich zahle doch einen bestimmten Preis dafür. Also im Sinne des Geldes. Ja? Der Kunde, der kommt, der freut sich über jede Menschlichkeit. Jeder Gast hat eine wunderbare Erfüllung, wenn er jetzt in das Hotel kommt und da wird ihm auf höchst menschliche Weise sozusagen ein schönes Leben bereitet. Aber er wird wahrscheinlich in dieser alten Welt messen. Und er wird sagen, wenn ich dieses Geld da jetzt hergebe, dann werde ich das Geld jetzt nicht für die Menschlichkeit und Freude und vielleicht auch Langsamkeit und vielleicht auch Gelassenheit und ein Entschleunigen zahlen, sondern ich zahle da für das, was da draußen läuft. Und das heißt, ich will schnell mein Essen, ich möchte es in höchster Qualität und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Dinge, wobei auch da die Frage der Qualität. Ich glaube, Essen, was in Freude zubereitet wurde und wo der Koch einen Spaß hat und gelassen ist und ein wenig gestresst, das ist das beste Essen, was man sich vorstellen kann. Aber das spielt
ineinander. Das muss wahrscheinlich auch dann einem Gast vermittelt werden, in einer menschlichen, guten Form sozusagen, dass, ja, dass das eben was kostet, ja, langsamer zu sein. Kostet ja was. Nicht zwischenmenschlich mehr. Das ist ja doch viel, viel näherend. Ich verstehe schon, was Sie sagen. Und da sind wir ja mitten in dem Wandel drinnen. Richtig. Aber man sieht es ja am Mitarbeiterthema. Wir haben wirklich schon beobachtet, Mitglieder der Ökonomie der Menschlichkeit, die haben weniger Herausforderungen, Mitarbeiter zu finden, weil es vielleicht um eine tiefere Beziehungsebene geht. Und wir haben jetzt gerade eröffnet in Salzburg und da waren wir bei den Öko Feldinger und die hat jedem Kunden so eine Karte mitgegeben mit dem Hinweis, es geht uns um die menschliche Begegnung, auch der Ausdruck, wir sind ein besonderer Begegnungs- und Versorgungsraum. Und dass es eben um diese zwischenmenschlichen Werte geht, weil wenn wir nur mehr eine Versorgung haben, eine industrielle und alles geliefert werden ins Haus und wir keine Begegnungspunkte mehr haben in Gemeinden, dann sind wir richtig nur mehr rationale, wiederholende Wesen. Und da gibt es jetzt richtig, glaube ich, was zu tun, weil das in hoher Geschwindigkeit geht, auch mit den ganzen Online-Plattformen. Ich spreche immer wieder von Entfremdung. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Entfremdung überwinden und zwar in Beziehung gehen. Das ist das Hauptziel. Und in Beziehung gehen ist aber nicht nur leicht. In Beziehung gehen heißt ja auch ein Stück weit, sich mit dem Drama des Gegenübers auseinandersetzen zu wollen und zu müssen. Also in Beziehung gehen mit sich selber haben wir auch schon verloren. Also ich glaube, das ist einer der ganz springenden Punkte vom sogenannten Ganzheitlichkeitsthema in der Medizin und Kultur, dass wir die Entfremdung überwinden. Denn die reine Ich-Ego-Leistung, materielle Sicht hinein in ein soziales Miteinander. Ich bin ein Fan von Joseph Beuys. Und Joseph Beuys hat zwei Aspekte, zwei Konzepte in seiner Kunst. Das eine Konzept heißt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das zweite Konzept ist, all diese Menschen, vulgo Künstler, arbeiten gemeinsam an einer sozialen Plastik, an einem Kunstwerk. Und das ist das, was sie wollen, was ich unter der Ökonomie der Menschlichkeit verstehe. Es ist der gemeinsame Wunsch, zusammen als Menschheitsfamilie eine soziale Plastik zu schaffen und sich dabei als Künstler zu begreifen, der in hoher Kreativität und geistiger Tätigkeit und kritischem Denken und Auseinandersetzung und mit dem Willen, mit dem anderen Menschen in Beziehung zu gehen und dabei durchaus auch Untiefen zu erleben und auch Probleme und Schwierigkeiten, aber zu versuchen, das zu überwinden. Und das zum Teil auch mit professionellen Mitteln natürlich. Das kann ich als psychodynamischer Psychotherapeut sagen. Das ist nicht leicht, Beziehung. Aber es ist so unglaublich belohnend, wenn man dieses Beziehungsgeschehen angeht und sich erweitert dabei. Es sind immer große gewinnende Momente, wenn man wirklich Beziehungen ganzheitlich lebt. Und am Ende des Tages muss man auch mit sich selber wieder in Beziehung kommen. Viele Menschen haben das schon verloren. Die sind nur mehr Körper. Die können ihre Belastungen nur mehr im Körper ausdrücken. Sie können sie gar nicht mehr besprechen. Sie können gar nicht mehr Probleme in Sprache bringen. Sie zeigen sie nur mehr im Körper und machen natürlich einer Maschinenmedizin damit große Probleme. Weil wenn ich eigentlich belastet bin psychisch, aber es im Körper ausdrücke, dann wird der Schulmediziner und der Maschinenmediziner, der denn nur den Körper sieht und nicht das Psychische, verzweifeln. Ja, weil er natürlich immer wieder versucht, organisch irgendwas zu finden, aber da ist organisch gar nichts zu finden. Und trotzdem leidet der Mensch und er drückt es im Körper aus. Wir nennen das Somatisierung. Und das ist für meine Begriffe einer der größten Kulturkrankheiten oder kulturellen Manifestationen von Krankheit, dass Menschen immer mehr auseinanderdriften. Ja? Burnout, Schmerzstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, ja? Die aber eigentlich nicht nachweisbar sind im Organischen. Im schlimmsten Fall werden sie dann zu Autoimmunerkrankungen. Traumastörungen. Ja? Das sind die großen Störungen, Krankheiten unserer gegenwärtigen Kultur und Gesellschaft. Und die sind Ausdruck für eine falsche Kultur, für ein, Freud würde sagen, Unbehagen in der Kultur. Da ist etwas passiert und wir sind auseinandergedriftet in uns schon. Wir sind nicht nur nicht mehr in der Beziehung zu unseren Mitmenschen, sondern wir sind auch in uns nicht mehr in Beziehung. Also der Dualismus hat sozusagen selbst in uns Schaden angerichtet. Wir müssen uns wiederfinden. Und das wäre die Zukunft.
Mit der Bekenntnis zur Ökonomie der Menschlichkeit löst man den Prozess aus. Ich hätte eine allerletzte Frage. Gerne. Wegen Medien, Verneinungen. Wir sehen immer Probleme und sehr viel wird ja über Probleme gesprochen. Und wir sagen, ja, was ist, wenn wir in eine ganz andere Schwingung gehen, in eine ganz andere Verbindung? Und das ist eben die Freude. Und dieser Hashtag Folge der Freude wird der Ausdruck werden. Und jetzt ist noch einmal gesagt, ganz interessant, im Unternehmen, wenn wir sagen, ja, gemeinsame Anliegen ist Freude, dann ist eben auch da die Trennung da. Nur jetzt, wenn man es weiterspielt, in Kommunikation, in Mitarbeiterbesprechungen, dann ist es keine Kritik mehr, ich bewerte nicht mehr, sondern ich erinnere nur mehr an ein gemeinsames Ziel. Folgen wir jetzt gerade der Freude in dem, was wir tun? Und das merke ich schon in den Ansätzen, jetzt am Anfang, dass das eine ganz, ganz große Kraft hat. Wie sehen Sie das gehirntechnisch? Gehirntechnisch, das ist gut. Sie sprechen mich jetzt auf die Neurobiologie der Freude an. Und ja, klar gibt es da Korrelate und Pendants im Neurobiologischen. Ich denke da an das limbische System, ich denke da an unseren präfrontalen Kortex, ich denke an unser Stresssystem, an die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, unseren Sympathikus und unseren Parasympathikus. Und das alles spiegelt sich ja wieder, wenn wir Freude haben. Ja, das heißt, wir haben weniger Angst, wir sind unser Cortisol sinkt, unser Sympathikus beruhigt sich, der Parasympathikus steigt. Das ist der Nerv und der Nervenast und Zweig, der so wichtig ist, wenn wir in die Entspannung gehen, wenn wir in die Meditation gehen, wenn wir in die Gelassenheit gehen, dann feuert der Parasympathikus und dann geht die Entzündung runter in unserem Körper und wir fühlen uns frischer, vitaler, wir sind weniger erschöpft. Wir können auch auf der physiologischen, psychophysiologischen Ebene wacher und mit mehr Elan in die Welt und ins Schaffen gehen. Also das ist durchaus organbiologisch mit ein Thema, und das wissen wir in der Psychoneurologie, dass das natürlich höchst wirksam ist, wenn wir der Freude folgen, überhaupt keine Frage. Das ist auch psychoneurologisch mit Sicherheit ein sehr gewinnender Weg, den Sie da ansprechen. Und es ist ja, es wird oft gekoppelt an die Situation, aber es geht ja nicht nur darum, was ich tue, sondern wie es tue. Ich wäre ja in der Haltung der Grundfreude Thematiken wesentlich besser lösen, denke ich, oder? Das ist richtig, aber ich muss ja ein bisschen in Ihrem Enthusiasmus, den ich sehr teile und ich das super finde, was Sie da alles auch geschaffen haben und weiter schaffen werden, bremsen, weil wir müssen auf unsere depressiven Mitbürger ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt viele, die können nicht einfach der Freude folgen, weil sie Schaden erlitten haben, weil sie traumatisiert sind, weil sie Dinge im Leben erlebt haben, die ihnen leider die ganze Vitalität genommen haben und die ganze Kraft und Energie, dem Weg der Freude zu folgen. Und ich denke, wir dürfen denen jetzt nicht Druck machen, indem man sagen, ja, geht's in die Freude, ja, schaut's, dass ihr glücklich werdet und ihr könnt das, ja, macht's das doch. Und deswegen, da wäre ich vorsichtig, weil die kriegen dann erst recht Druck und sehen sich als erst recht nicht fähig in der Welt und werden dann erst recht depressiv. Also wir müssen sauber trennen zwischen denen, die die Kraft in sich tragen, die das können, die das Potenzial dazu haben, die wir motivieren können, loszuziehen und Freude zu erleben. Und jenen aber auch zu sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das nicht, ihr wollt es, aber ihr könnt es nicht und ihr braucht da noch Hilfe, dann plädiere ich für eine psychotherapeutische Unterstützung und psychologische Unterstützung. Die gibt es und die ist möglich. Und dann gibt es Professionelle, die einem dabei helfen, zumindest mal auf einen Punkt zu kommen, wo man dann auch wieder Lust hat und das Gefühl hat, man kann auch dem Weg der Freude wieder folgen. Mhm. Also ich denke, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das sind Sie auch, das weiß ich, dass Sie das natürlich auch mitbedenken. Aber der Aufruf soll sein, sich mit sich auseinanderzusetzen, glaube ich. Das ist total wichtig, dass das, was ich vorhin meinte, auch mit der Selbstwahrnehmung, mit der Beziehung und dass man, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht, dass man sich dann auch entsprechend beraten und helfen lässt. Natürlich, wir reden ja da vorrangig von Unternehmen, wir messen, oder die Unternehmer messen auch den Freudestatus, dass man sagt, dass wir über Sie mit der Uni Innsbruck in Kontakt kommen. Ein Freudestatus ist einmal Ausdruck, ist ein gewisser Wert und dann kann man sagen, wie können wir den gemeinsam fördern, also dorthin
sie zu orientieren, vollkommen klar. Wobei, wenn Menschen psychische Probleme haben, klar. Aber ich denke, diese Selbstermächtigung oder wenn ich zu Ihnen als Arzt komme und sage, ja, lieber Herr Professor, ich habe dies und jenes Problem. Ich glaube, es kann nur miteinander, kann man die Dinge lösen. Und alleine die Grundhaltung oder die Wertschätzung eben, ja, dieses Leben überhaupt, das wir da führen dürfen in unserer Gegend, glaube ich, da kann man selbst auch viel tun. Also ich merke halt schon, dass sehr viele Opfer sind und immer alles auslagern und der Doktor soll es richten. Aber es geht echt, glaube ich, darum, dass wir sagen, nehmen wir das Leben selbst in die Hand, ermächtigen wir uns und unterstützen wir uns und gehen wir vielleicht auch sensibler, menschlicher miteinander um, weil diese Traumata, die, glaube ich, ziemlich alle Menschen haben irgendwo, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Das ist oft überhaupt nicht achtsam. Man weiß oft selber nicht, Schule war bei mir ein Riesenthema. Aber dennoch, glaube ich, geht es einfach darum, dass wir sagen, ja, aber wie können wir jetzt aus diesem Mangel, aus der Angst, aus dieser Enge in eine Offenheit gehen? Und ich glaube, über die Kraft der vielen und dass wir uns da selbst ermächtigen, ist einfach der entsprechende. Ich bin voll bei Ihnen. Es ist lustig, dass am Ende unseres Gesprächs schon wieder ein freudscher Versprecher bei Ihnen stattfindet. Nämlich, Sie haben gesagt, wenn ich als Arzt zu Ihnen als Professor komme. Ah, okay. Wie lustig. Also schon wieder ist da was, was natürlich stimmt. Ja, die Medizin soll jetzt in eine Therapie gehen. Ja, also viele Ärzte da draußen sollten sich jetzt endgültig einmal auch die Frage stellen, was müssen sie denn jetzt tun, damit das möglich ist, was wir hier zwei besprochen haben. Und ich kann nur noch einmal den Aufruf machen, ich bin bei Ihnen, es geht hier nicht um Opfer nur. Und es geht nicht darum, ich kann ja eh nichts tun Nein, es geht darum, diejenigen, die den Schritt setzen in Richtung einer Überwindung ihrer Probleme und einer Aufarbeitung ihrer Traumatisierungen und eines Sichstellens der eigenen Thematiken und einer Selbstfindung, da können extrem stolz sein. Das sind sehr, sehr aktive Menschen und die sehr auf dem Weg der Freude ja letztlich sind, weil sie sich sagen, ich kann es zwar noch nicht, aber ich suche mir Hilfe und zwar in der Beziehung. Und das sind sehr, sehr große und schöne Prozesse, auch zum Psychotherapeuten zu gehen und in die Selbstwahrnehmung zu gehen und in die Selbsterkenntnis zu gehen. Und da können die Menschen sehr stolz sein, dass sie es tun. Wir müssen raus aus der Stigmatisierung der Psychotherapie hinein in so etwas wie Menschenskinder, selbst Gesunde sollten sich eigentlich mal sich selber stellen und schauen sozusagen, wie können sie in der Beziehung lernen, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen in Richtung Freude. Also es betrifft nicht nur die sogenannten Kranken, die vielleicht bis dato gescheitert sind, sondern es betrifft alle Menschen, dass sie sich in der Beziehung selbst reflektieren und über diesen Selbsterkenntnisprozess auf diesen Weg der Freude gelangen. Bin überzeugt, es geht. Ja, vielleicht sind wir als Gesellschaft gesamt erkrankt und drehen das jetzt um. Ja. Nicht nur vielleicht. Ja, ja. Lieber Herr Professor Schubert, wir könnten noch lange, lange, lange weiterführen. Einiges auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement noch einmal. Eben für die Zusammenhänge, gerade die Psyche, die Sie gesagt haben. Gehen wir das einfach an. Es kann kein Tabu sein, wenn ich psychisch mit mir nicht zurechtkomme. Da darf man drüber reden, da darf man sich öffnen. Da darf man sehr, sehr achtsam damit umgehen. Darum danke nochmal für Arbeit, fürs Interview. Alles Gute. Und danke Ihnen für die Einladung. Viel Erfolg.